Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Ja, ihr habt richtig gelesen, Mortlach, 25 Jahre alte Gordon MacPhail Abfüllung, Distillery Labels. Und das wurde jetzt hier, ist die neue, zumindest das neueste, was ich finden könnte, von der 12. mai 2022. Sherry Casks, 46% Alkohol. Whiskey Base 215623. Davor gab es eine Edition einer Abfüllung hier aus dem Jahr, denn dort 21. Das war Whiskey Base Nummer 185489. Und da kann man sehen, dass die Preise ein bisschen sich verändert haben. Also früher war das 209 Euro, jetzt sind wir praktisch bei 229 Euro. Gut, meine Regel ist momentan 10 Euro pro Jahr für unabhängig abgefüllt. Naja, ja, Alter, 10 Euro pro Jahr, ja, und in Fassstärke. So, das ist eindeutig mit 46% nicht Fassstärke hier, aber das ist auch okay. So, ja, was haben wir hier? Zwischen 229 und sogar 249 Euro kostet das. Und man findet einiges um die 208, wenn man noch eine alte Abfüllung findet. Das ist schon ein bisschen Geld, was man hinblecht. Und Mortlach ist ein bisschen hier dreckiger. Also ist nicht mit Torf, sondern fleischig. Also da ist die 2,81 ist das, glaube ich. Oder was war das nochmal mit der Herstellung von Mortlach? Ach Mann, ich habe es gerade vorhin gelesen. So, ich verwechsel das hier mit Springbank, die auch ihre eigene Methode daher haben. So, Mortlach. So, ich glaube, das war 1,8, oder? Genau. The Unique, der einzigartige 2,81, Entschuldigung, nicht 1,881. Destillationsschema hier wurde in den späten 1800 eingeführt und immer noch dort benutzt. Im Jahr 2022 wurden sich ca. 2,6 Millionen Liter. Diageo Distillery, Gordon MacPhail, also mit Straff Island machen sie das, mit anderen Distillery Labels ist das schon eine coole Sache. Und wollte ich einfach mal. Die Kiste kommt weg. Ich werde einfach mal das vergleichen. Womit? Ihr lacht, aber ich fand der Vergleich gar nicht so schlecht. Ich habe nicht sehr viel 25 Jahre alte Whisky noch da, aber ich habe einen Chappies Regal, der 25 Jahre alte mit 40% Blended Scotch Malt. Ja, das ist ein Blended Scotch. Das heißt, hier ist Grain, hier ist dann dort tatsächlich auch Malt da drin. Das ist hier Chappies Regal, das heißt, wahrscheinlich ist da null Mortlach drin. Aber ich wurde ein 25 Jahre alte Whisky mit einem 25 Jahre alte Whisky vergleichen. Ich habe Flaschen Nummer 1421991. Vor ein paar Jahren habe ich da tatsächlich auch ein Video dazu gedreht. Das, was wirklich krank ist, vielleicht deshalb nehme ich das hier, ist der Preis. Diese Flasche kostet im Angebot 249 Euro. Und der Normalpreis ist 279. Das heißt, das 25 Jahre alte Mortlach mit 46% gegenüber einem Blended Scotch mit 40% mit seinen 229 Euro ist ein Schnapper. Ist das nicht krass? So, ja, was soll man hier sagen? Ich weiß es nicht. An der Nase. Kommt Sherry durch, kommt leichte Schwefel durch, kommt leichte Erdbeere durch, Walderdbeere. Das sind die Schwefel, das sind die Sherryfässer. Ich kriege nicht irgendwas typisches Distillerie-Charakter in diesem Moment. Schade. Der Chavis Regal, 25 Jahre alt, weicher. Geschmeidiger, schöner, um ehrlich zu sein. Kein Sherry-Schwefel-Moment. Fruchtiger, vanilliger, angenehmer. Ja, da werden viele Freaks da draußen sagen, Jason leidet unter Geschmacksverirrung.
Jo, möglicherweise. Wie kann ein Blended Scotch besser sein als ein Mortlach? Also, ich habe den Mortlach. Was war der? Oh, was sind da war das der 12er vom Mortlach, den ich in meinem Adventskalender letztes Jahr hatte. Der war so grässlich. Der 14 Jahre, glaube ich, war gut. Der 12 Jahre war furchtbar. Also, ich fand den 12 einfach. Ich glaube, ich habe einen 4 gegeben. Ja, also, der 14 war gut. Aber nicht der 12. So, von daher, ich und Mortlach, nicht immer. So, probieren wir 46%. Ja, dieser Whisky wird für mich durch Schwefel hier ein bisschen kaputt gemacht. Das ist einfach schade. Also, ich weiß noch, wir haben hier. Ich schweife ganz kurz ab. Ich habe neulich hier eine Tasting online bei Zoom gemacht für Malts of Germany. Und da gibt es einen Malt davon. Vier sind nicht getorft, eine ist getorft, Syngold. Und ich fragte, auf der Etikett steht irgendwo der Begriff peated. Und die haben zurückgeschrieben, natürlich. Ich sage, wo? Oh, doch nicht. Ich sage, ja, das war eine Beschwerde. Ich kaufe einen Whisky blind und ich kriege was Getorfiges. Wenn ich Torf mag, ist es ein Verkaufsargument für. Aber für manche Menschen wie mich ist es ein Verkaufsargument gegen einen Whisky. Warum erwähne ich das? Ich hätte gerne ein Schwefeletikett, ein Schwefelstempel. Denn für manche Menschen ist der Schwefelmoment von den Sherryfässern, wo die Schwefelkerze reingeht und das wurde von Transport damals. Ich bin gar nicht so sicher, ob das tatsächlich eine Vollreifung von 25 Jahren in ein Sherryfass war. Ich behaupte sogar, dass wahrscheinlich die haben das damals in Distillery Wood abgefüllt, das heißt ältere Hogsheads und Bourbonfässern und dann für die letzten Jahre haben sie den Sherry reingesteckt. Meine böse, böse Behauptung, für die ich null, 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 null Beweise habe, aber ich habe noch keinen Beweis, dass es 25 Jahre Vollreifung Sherry war. Auch das steht nirgendwo hier drauf. So, ich hätte gerne den Stempel hier drauf, Schwefel irgendwo. Ja, also das würde mich und mein Leben und mein Whisky-Käufen da viel, viel besser erleichtern. Was tut ein torfiger Whisky? Das ist ein zusätzlicher Aroma-Faktor, der nicht reingehört in einen normalen Whisky. Der wurde hinzugefügt durch einen zusätzlichen Arbeitsschritt und das sollte kenntlich gekennzeichnet werden, genau wie Schwefel. Also, Sherry steht drauf. So, naja, schade, schade, schade. So, das, ja, schade. Gut, wir gehen hier rüber zu Chavis Regal, denn ich weiß, dass die Leute, die dort arbeiten, und das finde ich so schön, auch durch hier Gillespie, Mark Gillespie von Whiskey Cask. Er hat auch bei Chavis Regal einen Test machen müssen, ob er geeignet wäre, weiterhin als Taster bei Chavis Regal zu arbeiten. Und er musste das Schwefel erkennen. Er musste sagen, diese Fässer muss man aussortieren, weil da Schwefel drin ist. Da waren andere Fehlnoten, aber Schwefel war dabei. Und so von daher habe ich bisher, glaube ich, keine Chavis Regal Blend gehabt mit Schwefel. Schauen wir mal, ob ich jetzt das kriege. Geniale Blend. Sehr schön. Transitions, Übergänge, vielschichtig. Ich wäre bereit, 80 € dafür auszugeben. Für dieses Geschmackserlebnis bin ich bereit, 80 € auszugeben. Aber Jason, der ist 25 Jahre alt. Okay. 140? 180? Max? Nee, nee, du musst 280 ausgeben. Nö, lass ich im Regal. Und das ist unser Problem hier bei Whiskys heute. Wer etwas über 18 Jahre haben will, muss sehr tief in irgendwelche Taschen greifen, um das möglich zu machen. Lange Abgang, jedes Produkt hier drin ist mindestens 25 Jahre alt. Ich wette mit euch, da sind Produkte hier drin, die 5, wenn nicht 8 oder 10 Jahre sogar älter sind. Sehr, 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 sehr schöne Sache.
würde ich viel, viel lieber haben als das hier, der meinen Geschmacksnerven hier beleidigt hat mit dem Schwefel-Sherry-Kombo. Lass uns sehen, ob ich hinter dem Sherry-Schwefel etwas hier entdecken kann. Ach, sogar eine Nase kriege ich das. Ach. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da ist wirklich, wirklich kaum Distillery-Charakter hier, der durchkommt. Diese Sherry-Klatsche hier gibt diese Whisky. Deckelt vieles. 4 plus für ein Mortlach 25. Ist das nicht schade? Preis-Leistung 5. Also hier bin ich bei 2 minus. 3 plus plus 2 minus minus. Preis-Leistung bin ich auch bei 5. Aber geschmacklich astrein. Preislich abartig. So, meine Frage des Tages. Es gibt eine einzige noch, die ich hier erwähnen kann, der ein 25 Jahre altes Monster-Ding-Toll ist der Glenfarclas 25. Ich habe hier ein Mini-Schlückchen noch drin, glaube ich. Ja, gut, da sind nochmal 5 bis 10 cl da drin. Das ist hier auch noch etwas, wo ich sagen kann, hey, wenn du unbedingt was mit 25 Jahren haben willst, Glenfarclas. Und das ist meine Frage des Tages. Welche Whisky, egal woher, allerdings mit 25 Jahren kannst du mit gutem Gewissen noch empfehlen? Chivas Regal ist ein Blend. 25 Jahre alte Glenfarclas. Kann ich auch, keine Ahnung, wo sind wir jetzt hier? Glenfarclas. Habe ich neulich geschaut, sogar hier von Kumpel. Glenfarclas 25 sind wir bei 180 Euro, Pi mal Daumen. Ja, also 200, 180 bis 200 Euro hierfür. Welche anderen 25 Jahre alte Whisky könnt ihr empfehlen? Also, überleg mal. 25 Jahre, das ist denn in dem Jahr 1998. Klingt viel, viel weit zurück, aber ich weiß genau, was ich denn da in der Zeit getan habe. Es zeigt, wie alt ich bin. So, von daher ist es nicht jetzt hier so, als ob es 1980 wäre, wo viele hier, die Zuschauer, noch nicht geboren wurden. Nein, es ist 25 Jahre her, das ist halbwegs überschaubar. So, welche Vorschläge habt ihr für 25 Jahre alte Whiskys? Schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ich habe eine Flaschenteilung gemacht, das ist gänzlich verteilt. Das noch nicht. Keine Ahnung, ob es in meiner Sample-Liste noch ist. Wahrscheinlich nicht. Muss ich nochmal einpflegen oder mich einfach direkt anschreiben. whiskeyjason@gmail.com oder da bei WhatsApp. Und dann können wir es möglich machen, dass diese Flasche auch endlich hier geleert wird und dass ihr auch was probieren könnt. Vielen Dank. Alles Gute. Bis dahin. Ciao.